Ich habe 3 Introflüge heute und 2 schöne Flüge. Einen mit Paul, den ich einfach nur checke, aber der ist gut. Und einen mit der PG. Wenn das Wetter gut genug ist, fliegen wir halt nach San Francisco Downtown zur blauen Stunde und zur Sonnenuntergangszeit. Das Wetter wunderschön, keine Wolke am Himmel. Kam, bestes Wetter. So, der erste Introflug ist dieser komische Indoor. Ey, der hat den krassesten Akzent. Und da kriege ich jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, wahrscheinlich die Krise. Und der ist halt Pilot und meint jetzt schon alles besser. Der hat 3-mal abgesagt und wegen Regen und wegen Wind. Völlig unnötig. Na, guck mal, was das für ein Bursche ist. Wenn er mir dumm kommt, schmeiß ich ihn raus. So, irgendwie habe ich schlecht geschlafen. Ich bin da relativ früh dran. Der Indoor kommt um 10.30 Uhr und ich bin, obwohl ich ein bisschen Stau habe, schon bereits um 8 Minuten nach 10 in Hayward. Das heißt, ich habe 20 Minuten Zeit, den Helikopter vorzubereiten und alles. Das muss ich im Vorfeld machen mit dem Introflug. Oder für den Introflug, denn der Student macht das ja normalerweise, wenn ich mit dem Studenten fliege, selber. Aber heute muss ich das machen. So. Ja, wie gesagt, er hat 3-mal abgesagt. Einmal wegen irgendeinem Konflikt mit seinem Schedule, dann wegen Regen. Das war ja der mit mir im Vorfeld reden wollte und Fragen hatte von wegen, ja ey, Altitude Flying, nee, ich will hovern. Naja. Na gut, ich bin mal gespannt. Die anderen ist ein 19-Jähriger und ein 41-Jähriger, die, glaube ich, interessiert sind, Flugstunden zu nehmen. Der, keine Ahnung, was der will. Ja. So, das Fahrzeug, das hat bisher keine größeren Probleme gemacht. Das ist halt nur beim Anspringen 2-3 Mal ausgegangen. Da war die Spritzufuhr. Irgendwas stimmt da immer noch nicht mit. Denn der ist direkt ausgegangen, auch als er schon lief. Naja, Hauptsache, okay, durch den Smog-Check und macht während der Fahrt keine Probleme. Mittlerweile kurz vor 10, wunderschönes Wetter auch hier in der Bay Area. Habe ich Nachrichten gehört auf meinem Smartphone. Und bis jetzt. Und schalte halt diesen Nachrichten-App-Dingsbums aus. Und dann sehe ich, dass ich nicht angenommene Anrufe habe und Textnachrichten. Ja, ich raff's nicht. Wieso schellt denn mein Telefon nicht, wenn ich irgendeine andere App laufen habe? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, jetzt kann ich die natürlich nicht lesen während der Fahrt. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder der Inder, der absagt oder sonst irgendwas. Dann kriege ich ja wieder die Vollkrise. So, jetzt habe ich auf den letzten Metern noch Stau. Jetzt konnte ich gerade mal die Textnachricht lesen. Das ist der Inder. Allerdings hat er nicht abgesagt oder sonst was, sondern der sitzt seit 20 vor 10 in der Lobby und wartet und fragt, ob er nicht früher anfangen kann. Also fast eine Stunde zu früh. 25 Minuten habe ich mir eingeplant für den Pre-Flight aufs Klo und den ganzen Kram. Ey, jetzt hängt er mir die ganze Zeit schon auf der Pelle. Naja. Ich kann mir ja zugucken beim Free Flight oder sonst irgendwas. Aber normalerweise kostet das Kohle. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ob ich ihn da einfach sitzen lasse und sage, ja, hör mal, du hast mich nur für eine Stunde gebucht. Aber ich bin eigentlich netter. Wenn er mich nicht die ganze Zeit zulabert mit seinem Akzent, ist das ja okay. Ey, gib mir das auf den Sack. Gut, der Typ meinte, er hat Zeit. Ich habe ihm gesagt, ich bin in 5 Minuten da, aber das wird wohl nichts, denn ich habe hier absoluten Stillstand. Hier geht gar nichts. Ey, geht mir das auf den Sack, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wäre ich hier abgefahren, hätte ich... Ey, nichts geht hier. Wunderschönes Wetter. Boah. Ja, das war kein Inder, das war ein Russe. Wie kann ich denn
Wie kann ich denn diese beiden Akzente verwechseln? Na, auf jeden Fall war der Akzent ziemlich krass. Und ja, wie vermutet, meinte er am Ende, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Altitude Flying. Altitude Flying. Altitude Flying. Das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Naja, der wird sich überlegen, wie das, was sein Budget hergibt. Der musste ganz schön schlucken, als er gesehen hat, oh, es kostet ja das Doppelte bis Dreifache pro Stunde verglichen mit Fixed Wing. Ja. So, jetzt habe ich den Paul, das wird ein geiler Flug. Und dann habe ich zwei Momento-Flüge und dann den Nachtflug. Boah, war das anstrengend, Mann. Der Typ. Krass. Irgendwas hat er mir erzählt, habe ich nicht ganz verstanden. Der kann kein Fixed Wing mehr fliegen, weil er irgendwie krank ist. Und das eine Auge scheint irgendwie auch blind zu sein. Naja, ist mir egal. Boah. Ich hoffe, dass die beiden nächsten Introflüge sind nicht so krass. So, die Sonne geht schon unter. Die Introflüge sind vorbei und jetzt geht's nach San Francisco wahrscheinlich. Mit der Pagey. Oh, ich bin so müde. So, die haben den zweiten Helikopter tatsächlich geschafft, hier runterzubringen. Das heißt, ich kann morgen fliegen, morgen früh. Das ist natürlich gut und schlecht. Gleichzeitig. Morgen muss ich wieder früh raus. Naja, so, jetzt geht's in den Nachtflug. Und dann geht's nach Hause. Was für heute. Müde bin ich. Stau gibt es nicht, komischerweise. Aber die drei Introflüge, die hatten sie echt in sich. Und ja, mein letzter Flug, der war super schön. Da blende ich wahrscheinlich ein paar Fotos mal am Ende des Videos ein. Je nachdem, ob ich es hinbekomme. So. Eine Stunde, 15 Minuten brauche ich nach Hus. Und dann gibt es wahrscheinlich den Rest von gestern zu essen. Frikadellen und so. Morgen wieder sau früh raus. Boah, mein Rücken, ey. So, ich bin jetzt zu Hause. Um 5 vor 9. Okay. So, Stau hatte ich nicht, aber es war vielleicht ein anstrengender Tag, ey. Kaiserrollen. Kaiserrollen gibt's? Mit Frikadellen. Und Broccoli. Hm. Wer soll das alles essen? So, der letzte Flug war wirklich geil, also nach San Francisco. Ich werde am Ende des Videos mal ein Video einblenden. Wahrscheinlich nicht heute. Die will auf jeden Fall alle Fotos haben, die ich so gemacht habe. Mal gucken, wie ich das mache. Die sind ja riesig. So, jetzt gibt es erstmal Essen und Nachrichten. Oh.